Genau, und jetzt geht es dann gleich weiter. Wir haben nämlich jetzt nach diesem Einblick in die ganze Welt in Holland, was die schon alles Tolles machen, schauen wir uns an, ja, was läuft bei uns. Und zwar werden wir uns an die Handlungsfelder setzen. Was ist in dem Sinn hier entscheidend für die Zukunft von Lindas? Praktisch alle kennen ja Linkdata und Lindas schon, wie wir herausgefunden haben, was ja sehr positiv ist. Und jetzt werden wir sehen, wie geht es da weiter, weil das ist ja auch da, wo wir heute sicher Input erwarten. Es freut mich jetzt an dieser Stelle Jean-Luc Gauchard zu begrüßen. Jean-Luc, mon collègue de la Romandie. Hein? Du kannst ein bisschen nach vorne kommen, genau, dass man dich gut sieht. Genau, mit ihm übe ich immer meine Französisch-Bruchstücke, alle paar Monate mal. Du bist schon lange beim Bundesarchiv, du bist tätig für die IT, IT-Leiter warst du lange Zeit und bist jetzt der Product Owner für Lindas und wirst jetzt auch dazu dann noch zeigen, wie es weitergeht in der Vision die nächsten 5 Jahre. Genau. Sehr gut. Und zu außerdem wird Stefan Kwasnica uns einen Einblick geben eben in diese Handlungsbereiche. Wo ist Lindas quasi verankert? Du bist selber stellvertretender Direktor des Bundesarchivs und hast auch schon einige Jahre in diesem wichtigen Institution verbracht und warst auch vorher noch in der Nationalbibliothek tätig. Also du kennst dich aus mit Daten und großen Mengen an Ordnung in Daten zu bringen, sozusagen. Vielen Dank, dass ihr da seid und jetzt bin ich gespannt auf eure Inputs. Ja, vielen Dank, Matthias. Wir werden eben Deutsch und Französisch sprechen oder umgekehrt, das sehen wir dann genau. Wie du gesagt hast, möchte ich zu Beginn kurz aufzeigen, wo es hingeht mit diesen Handlungsfeldern, wie das in Zukunft die Entwicklung von Linked Data beeinflussen kann, soll oder muss. Und wir tun das natürlich unter der Prämisse, dass wir der Überzeugung sind, dass mit Linked Data eine Technologiealternative vorhanden ist, die eben in diesen Handlungsfeldern konkrete Lösungen anbietet. Und Jean-Luc fokussiert nachher etwas stärker darauf, was aus diesen Handlungsfeldern für eine Datenstrategie resultiert und wie wir das vor allem mittels Linked Data umsetzen wollen. Wir knüpfen also an das, was heute Morgen Herr Vollmer gesagt hat, aufgezeigt hat, warum eben auch in Zukunft auf Linked Data setzen. Ich möchte das nicht alles im Detail wiederholen, aber wir sind der Meinung, dass wir eben mit Linked Data die beste technologische Lösung haben, um Daten, Metadaten und Dateninhalte zu veröffentlichen und eben zu gewährleisten, dass wir gleichzeitig auch die Semantik mitliefern. Wir haben also einen flexiblen, skalierbaren Rahmen, um Datenstrukturen aufzubauen und vor allem auch, um gleichzeitig sie mittels Ontologien zu beschreiben. Wir bauen letztlich auf Standard-Web-Technologien, auf URIs, HTTP und erweitern die in maschinenlesbarer Form. Sie kennen das und wir können dann eben die entsprechenden Quellen miteinander verbinden. Jetzt diese 4 Punkte reichen ja eigentlich schon aus, um eine bescheidene, aber umso dringlichere Vision zu formulieren, nämlich die, dass wir hoffen, dass in 5 Jahren es eigentlich aus der Mode sein wird, dass wir auf Bundesplattformen Daten einzig als PDFs veröffentlichen. Und wenn wir das erreichen, ich denke, dann haben wir wirklich einen großen Schritt gemacht. Wir denken auch, dass alles, was die nachträgliche und oder zeitgleiche Datennutzung erschwert, zukünftig stark an Bedeutung verlieren wird. Und dazu eben 4 Handlungsfelder, in denen aktuell und in den nächsten Jahren Handlungsdruck im Umgang mit Daten in der Bundesverwaltung zunehmen wird. Es sind also diese Handlungsfelder, die unserer Meinung nach mitbestimmen, wohin die Reise bei der Datenproduktion und Nutzung geht. Und es sind eben Handlungsfelder, bei denen Linked Data Lösungen anbietet. Als erstes erwähne ich hier die Perspektive der Nutzung, die wir heute Morgen auch schon stark gesehen haben. Aber hier eben der Aspekt, dass die Datennutzung in Zukunft stärker eben auch auf die Datenhaltung selbst zurückwirkt. Als zweiter Punkt die Transparenz, die Sie auch erwähnt haben, Herr Vollmer. Die Verwaltung wird transparenter, oder man muss sagen, sie muss transparenter werden. Und sie muss eben deshalb fähig sein, komplexere Realitäten einfacher abbilden zu können. Als dritter Punkt, wir haben das im Beispiel von Philips
dem ehemaligen Philips-Unternehmen, auch schon gesehen, das Wissensmanagement heute. Verwaltungseinheiten müssen zukünftig wiederholt auf eigene Daten zugreifen, um ihr eigenes Wissensmanagement im Griff zu haben. Und wie tun Sie das, wenn eben alle Ihre Daten in heterogenen Systemlandschaften gespeichert sind und wenn diese über mehrere Silos verteilt sind? Wie gelingt das den Einheiten? Und last but not least, der zentrale Punkt der Kooperation oder auch der Kollaboration. Das heißt, die Kooperation wird wichtiger, gerade im Zeitalter der digitalen Transformation. Das bedeutet auch, dass wir alle weniger Mittel zur Verfügung haben, weniger Ressourcen sind vorhanden für mehr Aufgaben. Das heißt, wir können nicht alle selbst tun, die wir heute hier anwesend sind, sondern es ist eben gefragt, dass wir zusammenarbeiten, um unsere eigenen, ureigenen Aufgaben in Zukunft noch erfüllen zu können. Und im Folgenden gehe ich kurz auf diese Handlungsfelder ein. Das erste Feld ist eben dieses Feld, die Perspektive der Nutzung. Und hier der Aspekt, dass die dynamische Datennutzung in Zukunft stark auf die Datenhaltung zurückwirkt. Das heißt, die Öffentlichkeit und die Verwaltung nutzen zentrale Daten oder Informationen zu Geschäften. Und diese liegen ja heute in heterogenen Systemen, heterogenen Systemlandschaften verteilt. Das führt, ich muss es anders sagen, es ist der Öffentlichkeit und der Verwaltung eigentlich egal, wo diese Daten liegen, ist meine Behauptung. Und wenn sie Daten suchen, ist ihnen auch wurscht, in welchen Silos die liegen. Das führt eben aber auch dazu, dass das Provenienzprinzip, also wer Daten produziert und woher diese Daten kommen, in den Hintergrund rückt und vor allem als zentrales Kriterium der Datenordnung. Und für die Nutzung und für die Einstiege der Daten selbst wird eben die Pertinenz wichtiger, also konkrete Ereignisse, Events, Sachverhalten. Wir haben es gesehen, Geografie tritt in den Vordergrund. Ein gutes Beispiel, dass heute ja alle möglichen Daten mit Geografie verknüpft werden. Wir haben es gesehen, Religion, Finanzen und so weiter. Das gibt dann andere Themen, aber gut, so ist es. Und es stellt sich also die gleichzeitig dann aber auch den Datenproduzenten die Frage nach gleichzeitiger Verknüpfung und Entflechtung von Metadaten und dazugehörigen Daten, also nach Inhalten. Das heißt also, das gilt besonders auch für Stammdaten und für Transaktionsdaten. Die Verwaltung und die Öffentlichkeit können eben beides dann in Linked Data nutzen. Der Datenursprung und die Ontologie bleiben dabei aber identifizierbar. Und die Datenentflechtung letztlich bleibt möglich. Durch die Mehrfachnutzung von Stammdaten lässt sich dann zudem ein nachhaltiger Effekt erzielen. Ein weiterer Trend hier oder ein letzter Aspekt in der Nutzung, den ich erwähnen möchte, ist eben der Weg weg von aggregierten Daten hin zu Rohdaten. Das heißt, es interessieren neben den Arbeitsresultaten, also eben den Berichten oder den letztlich den in der Verwaltung durch ihre Arbeit aggregierten Daten, heute auch eben immer stärker die zugrunde liegenden Daten. Und denn es sind eben besonders diese Rohdaten, die die Grundlage für unser Verwaltungshandeln bilden. Aber sie machen letztlich auch erst überprüfbar, was wir tun, ob wir es richtig tun, ob wir es falsch tun, ob wir das transparent tun und so weiter. Und beide, also aggregierte Daten und Rohdaten, sind eben mit Linked Data verfügbar oder potenziell abrufbar. Und damit sind wir auch bei dem dritten Feld der Transparenz. Die Verwaltung wird transparenter, also sowohl in Bezug auf ihre Tätigkeit selbst, als auch auf die Datenproduktion und Nutzung. Und auch in Bezug auf den Nachvollzug der Zusammenarbeit, die sie pflegt mit anderen Verwaltungseinheiten. Linked Data bietet eben hier die Möglichkeit, dies mit semantischen Technologien nachvollziehen zu können, aber eben auch komplexe Beziehungsnetzwerke zu modellieren und Verbindungen in diesem Kontext zwischen Datenbeständen und unterschiedlichen Applikationen transparent zu machen. Sie kennen das, URI identifizieren die Quellen eindeutig. Es gibt, und sie tun dies nicht nur auf Datenbank-Schemata-Ebene oder auf Tabellenebene, sondern man kann das runtermachen nachher bis aufs Tabellenfeld und dann hat man die Subjekt-Prädikat-Objekt-Logik, die einem dann hilft, diese Beziehungen in ein Beziehungsnetz zu knüpfen.
Das heißt, wir kreieren ein semantisches Netz und damit, mit diesem Netz können eben übergeordnet auch die Geschäftsprozesse und Aufgabe sowie die involvierten Akteure verbunden werden. Und dann eben, wie ich es gesagt habe, die aggregierten Daten, beispielsweise Berichte und Statistiken. Zudem können wir auch Beziehungen zu Drittsystemen herstellen. Letztlich haben wir dann komplexe Verwaltungsstrukturen, die wir transparent machen und somit aufzeigen können. Dritter Punkt von vieren ist das Wissensmanagement, das wir schon angesprochen haben. Das heißt, zeitnah als Linked Data zur Verfügung gestellte Datenbestände können über standardisierte Schnittstellen für das Wissensmanagement genutzt werden. Und hier ziehen wir eben mit Linked Data einen langfristigen Nutzen. Das heißt, bestehende Informationsressourcen sind ein integraler Bestandteil von neuen Prozessen, ich denke, das muss man hier betonen, und Applikationen und können hier mitgedacht werden, wenn solche entstehen und mitgenutzt werden. Hier im Beispiel sehen Sie ein Beziehungsnetz, eine Illustration von einem Gesetzestext, Gesetzestexten, die untereinander verknüpft sind. Ich gehe nicht in die Details, aber man hat dann einerseits die Beziehungen, man hat andererseits zum Beispiel die empirische Darstellung eines Gesetzes mit Worthäufigkeit, thematischen Schwerpunkten und damit auch eine empirische Umsetzung der Regulierung. Dies nur zur Illustration. Letzter Punkt, den ich hier ansprechen möchte, bevor ich an Jean-Luc übergebe, ist die Kooperation. Ein zentraler Punkt in der digitalen Transformation für die zukünftige Anwendung von Linked Data. Wie ich es gesagt habe, heute sind eben mehr Aufgaben zu erfüllen und diese Aufgaben sind auch zunehmend komplexer. Es steigt die Menge der Daten auch an, die wir verwerten müssen, exponentiell. Und dies mit gleichzeitig weniger Mitteln, weniger Ressourcen im Zeitalter des Fachkräftemangels sind diese zu bewältigen. Linked Data, da sind wir überzeugt, ist eben eine Möglichkeit, um Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen, mit dem Ziel, die Komplexität in der eigenen Verwaltungseinheit zu reduzieren und letztlich auch Kosten zu sparen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Linked Data bietet Lösungen für die mittelfristigen Herausforderungen der Bundesverwaltung, Daten stärker dynamisch zu nutzen, Transparenz herzustellen, komplexes Wissen zu teilen und gezielter zusammenzuarbeiten, um die eigenen Aufgaben besser zu erfüllen, so wie wir das beide heute machen. Und damit übergebe ich auch an Jean-Luc. Jean-Luc Atois. Je vois qu'il y a peu de gens qui ont pris des écouteurs, donc j'espère que tout le monde va comprendre le français. Voilà, donc je vais me focaliser un petit peu plus sur l'expérience de Linked Data qu'on a eue avec l'INDAS et puis les idées qu'on peut amener pour le futur, pour les 5 prochaines années, hors de grandeur. Et pour moi, le point central qui va être important pour ces années futures, c'est évidemment le traitement des données, comment les gérer et les valoriser dans les administrations. Ça veut dire en gros de définir une stratégie autour des données avec différents aspects comme qu'est-ce qu'on peut créer avec les données, des infographies, des applications web, qu'est-ce qu'on peut effectuer aussi en termes d'analyse ou bien aussi des aspects de publication, d'accès et de documentation sur les données. C'est une partie des choses qu'on peut voir dans une stratégie des données. C'est ce que je trouve, de mon point de vue, important et qui ont une particularité, c'est qu'on a pu les expérimenter avec l'INDAS dans le cadre des différentes collaborations qu'on a maintenant depuis quelques années avec des offices, mais aussi des administrations cantonales et les CFR, entre autres, de pouvoir voir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire avec des données en Linked Data sur les différents axes qui sont mentionnés à droite. Donc ça, c'est le bon côté des choses. On a l'expérience, on a acquis des choses. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est si on généralise le concept avec Linked Data sans forcément se focaliser sur la solution l'INDAS, qu'est-ce qu'il faut imaginer pour le futur? Comment on peut faire évoluer les choses pour rendre encore cette technologie et ses possibilités plus attractives?
Alors, un des aspects sur lequel parler pendant quelques minutes là maintenant, c'est sur l'infrastructure Link Data en tant que telle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors, une piste, actuellement, on a un système, Lindas, mais en fait, à l'avenir et dans un avenir plus ou moins proche, c'est déjà le cas, en fait, avec les données de FedLex qui sont sur un triple store, sur une base de données séparée. Les données géographiques de Systopo sont aussi sur une base de données séparée. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'à l'avenir, on ait une prolifération de ces solutions, de ces triple stores, qui se retrouvent dans différents endroits de l'administration et qui ont la particularité de pouvoir être interrogées de manière fédérée. Et c'est là qu'on évite d'avoir des silos. Un autre aspect en termes de diversité d'accès sur ces données, c'est d'avoir aussi une solution pour des données internes. On a eu l'exemple qui a été mentionné ce matin de NXP avec son knowledge management pour les circuits et les composants électroniques. Évidemment, c'est un knowledge graph, mais c'est un knowledge graph qui n'est pas accessible à l'extérieur de l'entreprise, donc qui est uniquement sur un intranet pour des besoins internes. Donc on peut tout à fait imaginer aussi, on ne l'a pas fait avec Lindas, ça c'était un choix clair, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on ait une instance équivalente à ce qu'on a dans l'INDAS au sein de l'administration pour des données qui seraient des données internes, éventuellement même aussi imaginer des données sensibles. Donc ça, c'est une évolution que je vois assez clairement et qui va vraisemblablement se mettre en place. Un autre aspect que la technologie permet de faire et qui pourrait être mis en œuvre dans une évolution future, actuellement, dans le modèle qu'on met en œuvre, les données sont attribuées de manière un petit peu basique, si on veut. C'est-à-dire une entité appartient à un propriétaire qui peut modifier les relations que cette entité a avec d'autres entités ou des valeurs qui lui sont liées. On pourrait tout à fait envisager, pour aller dans une logique de « once only », faire en sorte qu'en fait, une entité puisse être alimentée et mise à jour et gérée par plusieurs institutions pour permettre d'avoir à un endroit l'information, la donnée, mais d'avoir plusieurs acteurs qui alimentent ça. L'exemple sur lequel on a eu des discussions ces derniers mois, c'est le cas de la liste des noms de pays. Ça semble être quelque chose d'assez banal, mais en fait, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué parce qu'à l'origine de la liste, c'est le département des affaires étrangères qui constitue cette liste avec ses propres attributs, ses propres besoins en termes de données. Il y a la chancellerie qui complète cette liste en mettant essentiellement, d'après ce qu'on m'a dit, les traductions en anglais qui ne figurent pas dans la liste d'origine. Et il y a les statistiques qui utilisent aussi ces données pour des raisons statistiques, avec les codes internationaux des pays, avec les régions dans lesquelles les pays se trouvent, pour des questions de statistiques agrégées. Donc on voit que cette liste, elle a plusieurs acteurs, et là l'idée pourrait être que ça soit à un seul endroit, que tous ces acteurs complètent avec les informations qui leur sont propres. Et ça, avec ces technologies, avec ce type de solution, on peut aller dans cette direction-là. Dans le domaine des applications web, on a déjà un certain succès. Là, j'ai la liste, pas forcément lisible, mais les 5 applications qui sont actuellement opérationnelles et qui font des requêtes en temps réel sur l'INDAS. Évidemment, l'idée, ça serait que ça soit étendu, qu'il y en ait plus. L'avantage qu'on a déjà avec ces applications, c'est que les données sont accessibles aussi en tant qu'OGD. Et elles sont référencées ou elles le seront prochainement sur Open Data Suisse. Et puis, elles sont utilisées directement par les applications web. Donc, c'est un modèle d'architecture qui est vraiment intéressant pour le futur aussi. Et là, le futur ou la piste pour aller dans plus d'une amélioration à ce niveau-là, ça se résume en 3 termes. Le premier qui devrait apparaître, qui est formation. Le deuxième, formation, et le troisième, formation aussi, parce que c'est vraiment là actuellement qu'on pêche.
Et on pêche quelque part à différents niveaux. Alors, il y a la formation au niveau des architectes de solutions qui, lorsqu'ils sont confrontés à le développement d'une application web, ne sont pas forcément au courant qu'on peut aussi utiliser une base de données qui serait en ligne d'état et qui aurait déjà les données à disposition. Une formation au niveau des développeurs web qui, eux, sont confrontés à un nouveau langage d'interrogation. On a parlé déjà de Sparkle, qui est l'équivalent de SQL pour les bases de données relationnelles, mais que les gens connaissent encore très peu. Donc, voilà, ils ont un peu de réticence à aller dans cette direction. Et puis, il y a aussi la formation des fournisseurs de données qui, eux, doivent aussi être impliqués dans la conversion et la mise à disposition des données. Et c'est dans ce sens-là aussi un aspect important. Et pour ça, on a mis sur, en ligne depuis hier la nouvelle version de notre page web lindas.admin.ch qui reprend, qui s'inspire du nouveau layout du Bund et qui a des onglets maintenant au niveau de la documentation Link Data et les technologies et qu'on veut gentiment alimenter avec encore plus d'informations pour permettre aux gens de se former sur ces aspects-là. Donc, je vous recommande d'aller jeter un œil sur ce nouveau site. Un autre point qui va aussi être crucial, c'est les aspects d'analytique. Il y a différents langages qui sont utilisés dans l'administration pour pouvoir faire de l'analytique, R, Python, éventuellement aussi Power Query dans le domaine Microsoft. Et ces solutions-là, on a dû travailler un petit peu et on est arrivé maintenant à avoir le fait que depuis ces différentes solutions, on peut faire des requêtes Sparkle sur les données qui sont en ligne d'état. Donc il n'y a plus aucun argument pour que les gens n'utilisent pas ligne d'état depuis ces outils-là, parce qu'ils peuvent clairement faire des requêtes directement et éviter de copier, comme on l'a dit, on ne veut pas que les données soient copiées, mais on veut que les données soient utilisées. Donc ça, c'est un des points intéressants sur lequel il y a des choses à faire. Et là encore, on va documenter des exemples d'utilisation de, de Sparkle et de Lindas avec ces différents outils. Au niveau du machine learning, j'ai pas beaucoup d'exemples qu'on peut mettre en évidence, si ce n'est ce qu'on a vu avant avec l'utilisation de Natural Language Processing pour accéder aux données, qui est vraiment un peu le but ultime pour éviter de faire des requêtes en Sparkle. Mais lorsqu'on fait du machine learning, il y a un principe général qui dit que plus les données sont propres, meilleur sera le résultat. En général, on le dit dans l'autre sens, hein, en parlant des aspects négatifs des données et puis du résultat négatif qui en ressort. Moi, j'ai envie de dire que, et il y a aussi toute une série d'articles qui le confirment, si les données sont riches, si elles sont plus complexes, on a aussi forcément des meilleurs résultats dans le calcul de ces systèmes de machine learning. Donc là, on a des données, on commence à en avoir, on en aura encore de plus en plus. Donc pour les gens qui sont dans le machine learning, mon souhait, c'est qu'ils s'intéressent aussi aux données qu'on a en ligne d'état et puis, ultimement, qu'ils contribuent aussi en ajoutant des données dans le système ou les systèmes qui vont être mis en place. Dernier aspect, c'est celui de la documentation. La question, c'est quel sens on doit fournir aux données pour qu'elles soient réutilisables. Cette référence, je crois qu'il n'y a que les francophones qui vont la comprendre. C'est une série télévisée en français humoristique sur la quête du Graal. Et effectivement, c'est donner du sens aux données, c'est vraiment la quête du Graal pour beaucoup. On y travaille, on ne sait pas si on l'atteindra. C'est un peu ça. Et là, l'idée, c'est de... Je m'inspire de ce texte que j'ai trouvé en faisant un peu de recherche sur la sémantique des données, qui dit que « Semantic meanings occurs only when a group agrees on specific definition for a certain data types or words. » Alors, on va peut-être plutôt parler des words ici, peut-être, mais l'idée, c'est qu'il y a deux aspects que je trouve importants. La notion de groupe, on doit se mettre d'accord,
Et pour se mettre d'accord, il faut aussi qu'il y ait une certaine gouvernance qui soit proposée, voire éventuellement même imposée. Donc dans le domaine de la sémantique des données, je ne peux que souhaiter qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau de la gouvernance pour qu'on puisse aller de l'avant et puis construire quelque chose qui soit efficace. L'aspect de définition, ça exige qu'on ait un langage commun, ça exige qu'on ait aussi et qu'on puisse mettre en œuvre des relations entre les termes, entre les types. Et c'est là-dessus qu'il y a des solutions qui existent en lien avec les ontologies. Donc on a des ontologies de référence en Linked Data, typiquement RDF, RDFS, OVL, schema.org, qui sont des standards que tous ceux qui ont l'occasion de travailler un peu avec cette thématique connaissent. C'est une forme de langage de base. Et puis, on a des ontologies spécialisées, une qui s'appelle cube.link, qui a été mise en place par un de nos partenaires et qu'on utilise très intensivement dans la relation qu'on a avec le travail fait sur Visualize. Et puis, il y a d'autres standards, un que je mentionne, ICA, Record in Context Ontology, qui est une ontologie pour les institutions d'archives, pour structurer les données des catalogues d'archives et des activités des archives. Et il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration, version.link, une autre qu'on est en train d'envisager, CIARD.link, pour faire le lien entre ce que certains connaissent déjà avec le modèle CIARD pour archiver les bases données, et puis une publication de ces données qui serait, elle, avec ce modèle CIARD.link. Et là, il va y en avoir d'autres, il pourrait y en avoir et devrait en avoir d'autres qui viennent avec le temps, en fonction des besoins qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'on veut avoir une grosse ontologie qui couvre toute l'administration ou plusieurs ontologies séparées? On a entendu ce matin qu'il y avait quelques inconvénients à avoir l'ontologie ultime. donc là, on va aussi expérimenter et puis voir de quelle manière on veut avancer. En conclusion, c'est clair que si on veut aller dans cette direction, c'est pas gratuit, ça va prendre du temps, ça va exiger du travail, ça peut même être fastidieux de devoir faire ce genre de travail a posteriori, mais pour moi c'est vraiment nécessaire et puis il y a une valeur ajoutée claire à moyen terme qui est là et qu'on doit comptabiliser dans ce travail qu'on doit faire maintenant, mais on doit y travailler clairement. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention. Vielen Dank, Jean-Luc und Stefan, für diesen spannenden Überblick, wie es weitergehen soll. Jetzt habe ich noch ein, zwei Minuten für Fragen. Gibt es gerade Fragen aus Ihrer Sicht? Ja, da haben wir Fragen da hinten. Kann jemand ein Mikrofon bringen, bitte? Da, Hand nochmal hoch, genau. Merci. Oui, bonjour, Cédric Mounet de l'OFAG. J'aurais une question qui est peut-être un petit peu politique, et peut-être aussi pour M. Künzler. Mais là, effectivement, l'INDAS, je pense que c'est une plateforme qui est très intéressante, mais on sait aussi que l'Office fédéral de la statistique a un rôle important à jouer au niveau des données, il y a la plateforme d'interopérabilité, il y a le centre de compétences en intelligence artificielle. Puis je suis un peu surpris de voir aucune relation avec typiquement la plateforme d'interopérabilité dans les slides. Je vois aussi qu'aujourd'hui, il n'y a aucune intervention de l'OFS. Donc j'aimerais savoir quelle est la relation entre les travaux de l'OFS et les travaux réalisés par les archives fédérales. Alors, on a une présentation de l'OFS cet après-midi sur opendata.suisse. Il y a des relations. On est aussi référencé dans I14Y en tant qu'API pour les données de la Confédération. Donc, on est aussi présent là. On a des collaborations pour publier des données de référence en Linked Data qui se retrouveraient aussi comme des vocabulaires de I14Y. Donc, il y a des liens entre Open Data Suisse et l'INDAS. Les métadonnées qu'on peut mettre en Linked Data dans l'INDAS sont ensuite reprises directement dans Open Data Suisse. Donc, il y a quand même des liens.
qui existent. Maintenant, pour l'instant, c'est évidemment trois solutions différentes. Et puis l'avenir nous dira comment les choses vont évoluer. Ja, gut. Vielleicht doch noch ergänzend ein Punkt. Ich denke, es geht hier auch um Kulturen und Verständnis, wie Daten auszusehen haben. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die wir erst begonnen haben und wo jetzt auch verschiedene Gesetzestexte auf dem Weg sind. Ich denke, heute hier ist eine Community versammelt, die eine gewisse Vorstellung hat, wie Daten aussehen können. Und da ist Statistik ein wichtiger Teil davon, aber es gibt eben auch andere Perspektiven auf diese Daten. Und ich denke, wir sind hier im Dialog, aber dieser Dialog ist nicht abgeschlossen, sondern er beginnt erst. Und die Frage, die Sie stellen, denke ich, das ist die zentrale Frage. Und vielleicht, wenn wir an dem anknüpfen, es geht eben auch darum, wir sind hier sehr stark eine Grassroot-Bewegung auch. Also diese Vorstellung, wie man Daten nutzen kann, was Daten alles bedeuten, das muss eigentlich durch unsere Institutionen durchdiffundieren und sie muss von allen verstanden werden. Und ich denke, so weit sind wir heute noch nicht. Vielen Dank. Spannende Diskussion. Gibt es weitere Fragen? Haben offenbar den Elefant im Raum getroffen. Ah, es kommt noch eine Frage. Genau. Sie haben gerade über diese Diffusion gesprochen. Gibt es oder diskutieren Sie auch schon konkrete Maßnahmen, wie das passieren soll? Weil, also wir sind, wie Sie schon gesagt haben, hier wahrscheinlich eher ein ausgewählter Kreis. In der Bundesverwaltung gibt es wahrscheinlich viele, die von diesen Konzepten vielleicht gar nichts wissen. Und die Frage wäre, wie erreicht man auch diese Leute? Da eben würde ich mich dafür interessieren, ob es da schon konkrete Konzepte gibt, wie allenfalls auch aus den unteren Ebenen mitgeholfen werden kann, um Linked Data zu etablieren. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich denke, die erste Antwort gibt es über Mittag. Da gibt es einen Workshop für Führungskräfte zu dieser Thematik. Aber der andere Punkt ist, dass wir doch jetzt momentan sehr viele Gremien, oder es entstehen sehr viele Gremien, die sich rund um Daten drehen im Bund. Und da versucht man ja auch, diese Aspekte aufzufangen. Man wird jetzt schauen, wie das funktioniert, wie das dann mit der Datenverordnung dann wirklich in die Praxis umgesetzt wird. Ich denke, es wird dann 2024 das wichtige Jahr sein. Aber ich glaube, da sind Dinge angelaufen. Man versucht das in diesen Gremien, von denen es doch eine ganze Reihe gibt, wo ich mir auch immer den Überblick selber verschaffen muss. Aber langsam aber sicher versteht man die Architekturen. Aber ich denke, da ist ein Weg drin, um vor allem zu merken, welche gemeinsamen Bilder teilt man und dass wir darüber sprechen. Vielen Dank. Und deshalb, das heißt ja auch Linked Data, kann man sich verlinken. Ja. Gut, jetzt schlage ich vor, machen wir weiter. Ganz vielen Dank nochmal, Stefan, Jean-Luc, für euren Einblick vom Bundesarchiv.